Und zugeschaltet aus Wien ist mir jetzt Judith Lindebaum. Frau Lindebaum, heute Morgen ganz früh gab es schon eine Pressekonferenz des Innenministeriums. Da hat Innenminister Nehammer gesagt, 3 Tote sind es inzwischen. Aber jetzt gibt es neue Meldungen. Ja, es sollen inzwischen 4 Tote sein. Bis dato hieß es 3 Tote, darunter 2 Männer und eine Frau. Bei der Frau handelt es sich offenbar um eine Kellnerin, die in dem Bermuda-Dreieck, wo der Anschlag stattgefunden hat, gearbeitet hat. Zur Erklärung, das Bermuda-Dreieck, das ist in der Wiener Innenstadt ein beliebtes Ausgehviertel, besonders bei jungen Leuten. Und da hat der Attentäter, die Attentäter zugeschlagen. Ein Attentäter ist ja von der Polizei erschossen worden. Bei ihm wurde ein Sprengstoffgürtel gefunden, der sich Gott sei Dank als Attrappe herausgestellt hat. Die Wohnung des getöteten Attentäters ist in der Nacht durchsucht worden. Die Identität ist also bekannt und derzeit wird im Umfeld des erschossenen Attentäters ermittelt. Sie haben schon gesagt, der Attentäter in der Nacht, möglicherweise die Attentäter. Man geht ja davon aus, das Innenministerium, dass es noch mehr gibt. Wien ist also heute im Ausnahmezustand. Dadurch auch, dass die Fahndung noch läuft, wie zeigt sich die Stadt heute Morgen? In der Tat, das Innenministerium ruft dazu auf, das Haus, wenn nicht unbedingt notwendig, nicht zu verlassen. Eben dadurch, dass die Gefahrenlage noch nicht gebannt ist. Man weiß einfach nicht im Moment, war es ein Attentäter oder waren es mehrere. Die Polizei erstellt jetzt oder untersucht jetzt anhand der 6 Tatorte, wie das zeitlich in Zusammenhang hängt, ob das ein Attentäter war oder ob es mehrere gewesen sein müssen. Insgesamt gibt es 17 Verletzte, davon 6 schwer, darunter ist auch ein Polizist, der ist aber zum Glück stabil inzwischen. Die Innenstadt, wie gestaltet sich das? Also es sieht wohl so aus, als würden die Geschäfte ganz normal öffnen. Allerdings, wie gesagt, sollte man, wenn möglich, zu Hause bleiben. Kanzler Kurz hat ja auch eine Krisensitzung des Kabinetts einberufen. Womit ist da zu rechnen? Wie will man da auch weiter vorgehen jetzt in der Aufklärung, in der Fahndung nach anderen Tätern? Ja, also es ist ein riesen Polizeiaufgebot hier, auch Spezialeinsatzkräfte, insgesamt 1000 Einsatzkräfte sind da. Und es wird natürlich mit Hochdruck danach geforscht, wer die Attentäter sind und wie, ob noch welche auf der Flucht sind. Es wird besprochen, wie man aktuell weiter vorgeht. Der Innenminister hat es ja auch offiziell als Terroranschlag bezeichnet. Es geht darum, das sagt jetzt Innenminister Karl Nehammer, dass Österreich sich von sowas nicht irritieren lässt und dass das natürlich ganz hart verfolgt wird. Judith Lindebaum, vielen Dank für diese Einschätzungen.